Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir und zum täglichen Wetterbericht hier aus Alanya. Gehen wir einmal wieder herum und schauen uns das ganze Vergnügen an. Wie ihr seht, es ist richtig blauer Himmel, also es ist kein Wölkchen zu sehen und wirklich überall nur einfach heiß. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Es ist so, so heiß, dass sofort, wenn du nach draußen trittst, dir der Schweißfilm am Körper klebt. Also das ist auf jeden Fall nicht so angenehm gerade. Uiuiui, guck mal da. Da, guck mal, die ist jetzt ganz schnell weg. Da seht ihr die Eidechse. Wo war die denn? Oh mein Gott. Da ist die Eidechse. Ja, so ein Getier hast du dann natürlich hier, ne? Da ist sie. Ja, da. Das ist doch nicht mal das größte Viech. Tja. Naja, jetzt sind wir hier einmal rum. Ah, meine Füße. Ich habe keine Schuhe an. Ja, einmal ein bisschen aufpassen muss man hier natürlich, wo man hintritt und was man so macht. Aber hier ist es so, so heiß. Also wirklich kaum auszuhalten. Und setzen wir uns mal so ein bisschen hier in den Schatten. Da muss man auf jeden Fall mit der Sonne jetzt hier ganz, ganz vorsichtig sein. Oh, hier ist auch zu heiß. Ich habe mich hier hingesetzt auf die Sessel. Nee, unmöglich, der stand ja in der Sonne. Tut mir leid, wir müssen noch ein bisschen länger hier ums Haus laufen. Ja, also mein Thermometer zeigt tatsächlich 33 Grad an, was gefühlt aber wirklich 40 Grad sind. Also es ist mit Sicherheit richtig richtig heiß, also in der Sonne weiß ich nicht, wie viel Grad das sein mögen. Unwahrscheinlich warm jedenfalls. Wie ihr seht, man kann hier gut ein Spiegelei auf den Fliesen braten, da bin ich ziemlich sicher. Aber die Luft hat zumindest noch so ein kleines Windchen für mich übrig, sodass ab und zu ein frischer Windzug um die Ecke pfeift, wie hier jetzt gerade. Also der Wind ist zwar mega heiß, wenn nicht sogar feuerheiß, aber trotzdem angenehm, egal. Hauptsache so ein leichtes Windchen, das ist auf jeden Fall schon mal für die schwitzige Haut ganz angenehm. Aber es ist so, so warm und außerdem die Luft steht hier auch. Wir sind ja hier in den Bergen, wie gesagt, und da sollte man ja meinen, dass es ein bisschen windiger ist und noch angenehmer sicherlich als unten wird es auf jeden Fall sein. Aber es ist, die Luft steht wie in so einem Backofen und ich hatte mal, als wir vor 3 Jahren hier uns sozusagen ein paar Häuser angeguckt haben, da hatten wir eine Maklerin, die hat gesagt, also diese Bölge, also diese, diese Gebiete hier, da hat sie den Eindruck, als hätte Allah dieses Gebiet in den Backofen geschoben. Und genau so fühlt sich das an. Wenn ich jetzt mich heute hier so stehend mit dem Wetter befasse, dann kann ich das genau bestätigen. Es fühlt sich so an, als hätte der liebe Gott Alanya in den Backofen geschoben. Es ist wirklich eine brütende Hitze und dass man wirklich das Bedürfnis hat, sich nur im Schatten aufzuhalten, und auch hier steht es einfach nur. Ja, die Wärme ist überall spürbar, aber jetzt hier unter meiner Palme, wie gesagt, ein leichter Windstoßen, das ist auf jeden Fall angenehm. Schwül ist es wieder nicht. Ja, man kann das nicht sagen, dass die Wärme feucht ist, aber sie ist auch nicht schön. Ja, es ist jetzt für den einen oder anderen sicherlich auch zu warm, würde ich mal sagen. Die meisten werden jetzt sagen, grenzwertig muss nicht sein, aber ich finde es weiterhin richtig toll. Ich freue mich, dass es so warm ist. Im Gegenteil, ich bin immer ganz depri, wenn das Wetter mal hier in Alanya bewölkt ist und vor allen Dingen, wenn es kalt ist. Also wenn man dann schon mal hier ist, dann möchte man doch auch diese dicken Temperaturen haben. Aber ich muss auch sagen, die afrikanische Hitze ist das nicht. Ja, es geht noch schlimmer. Wir hatten hier schon über 40 Grad, 42 Grad und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Das ist nochmal 10 Grad mehr und das merkt man dann auch auf jeden Fall. Dann kannst du dich draußen kaum noch aufhalten. Du willst eigentlich nur in klimatisierten Räumen dich aufhalten und das merkt man ohne Zweifel, dass da 10 Grad fehlen noch. Aber auch das reicht erstmal, würde ich sagen, für mich erstmal. Ich muss mich natürlich auch noch akklimatisieren, obwohl ich schon einen Monat hier bin, aber
42 Grad oder noch mehr braucht kein Mensch. Deswegen, ich bin froh, dass wir uns noch in den 30ern befinden. Das ist mehr als genug. Und der Pool ist übrigens auch warm. Wir haben eben geguckt. Es ist so pi-warm. Ja? Vorgestern hatte ich ja sogar gesagt, dass es ein bisschen kühl war. Und heute ist dann natürlich pi-warm, weil auch die Nächte sehr warm sind. Wenn man dann... Na, also es ist wirklich wie Pipi so warm, handwarm. Ich darf ich nur nicht hinfallen. Wenn die Nächte so heiß sind, dann bleibt der Pool auch warm. Während wenn die Nächte kalt sind oder kühler sind oder abkühlen durch den Wind auch, wird der Pool in der Nacht natürlich auch kalt, sodass die Sonne das dann nicht schafft, ihn aufzuheizen. Heute, wie gesagt, alles gut. Ich mag ja warme Pool und warme Gewässer und bei mir kalt, da würde ich ja nicht reingehen. Ja, meine Lieben, das war mein täglicher Wetterbericht, mein Update vom Wetter heute. Und hier in meiner Stammecke kann man sich gut aufhalten, weil wir hier, wie gesagt, doppelte Windrichtungen haben. Das zieht manchmal hier so ganz doll. Aber ich kann mich hier noch aufhalten. Ja, ist nicht so, dass ich mich reinsetzen muss. Das passiert immer dann, wenn es so richtig schwül wird und die Luft nicht nur steht und ohne Wind ist, sondern wenn sie auch noch so richtig feucht ist und dann einem wie so eine Glocke auf dem Kopf sitzt. Das ist heute nicht, denn nichtsdestotrotz, wir haben auf jeden Fall viel höhere Temperaturen als noch letzte Woche. Und insofern, ja, mein Lieben, das war mein täglicher Wetterbericht. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, würde mich morgen wieder melden und gucken, ob die afrikanische Hitze dann bei uns angetroffen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!